Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in Folge 358 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Ja, wir haben letztes Mal hier den Zug auseinandergenommen. Ist es der gewesen? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gerade reingucken. Fahrplan. Döbeln an und ich glaube, das ist der Zug gewesen. Den haben wir kleiner gemacht schon und den müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter zertrennen und gucken, was da so geht oder nicht geht. Ja, so ein bisschen länger ist es her, dass wir die Folge gemacht haben. Ja, so ein bisschen habe ich vorproduziert gehabt, weil ich dann mal zwischendurch weggefahren bin. Ja, und jetzt muss ich gucken, wie ich den Anschluss wieder kriege, ne? Ich würde sagen, nach dem Intro versuchen wir das mal, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Der ist jetzt nach links weggefahren. Wir müssen schauen. Also Ölfeld haben wir prinzipiell ja schon rausgenommen, ne? Oder beziehungsweise, ne, Ölfeld haben wir nicht rausgenommen. Er fährt aber in diese Richtung zur Tierfutterfabrik. Dann zum Geflügelhof. Ja, dann kommt er da wieder. Gut. Das bedeutet, ja, der da jetzt hinten noch drauf ist, der sollte das letzte Stück fahren. Wir schmeißen jetzt hier. Ne, schmeißen wir nicht. Wir machen erst eine neue Linie. Mit einem kleinen Zug. Das war falsch. Oder? Ne, war richtig. Muss nur Zug auswählen, neue Linie. Und zwar fährt der von da nach da. Und hat noch mindestens. Ne, das können wir alles so lassen. Die Linie muss noch einen neuen Namen haben. Das ist Ölfeld. Tierfutterfabrik. Und das ist natürlich davor noch ein PZ. Und dann müsste das eigentlich soweit gut sein. Hat er übernommen, ja. Und dann müssen wir, den können wir mal weiterfahren lassen. Müssen wir mal schauen, dass wir zum Depot kommen. Mach das mal hier über die Karte. Nicht ganz geklappt, aber fast. Ne, doch, war sogar. Dahin. Und dann brauchen wir dort vielleicht eine Elektrotraktion. Und dann sortieren nach Kapazität vielleicht. Passagiere. Passagiere. Ne, dann ist es nach Passagiere. Das wollte ich nicht. Machen wir da alle, das muss sortiert nach Kapazität, da ist es. So. Das bedeutet, er hat jetzt hier keine. Da sitzt keiner dran, ne? Höchstgeschwindigkeit. Da, 50 Leute können da rein. Da auch 50. Hier sind es 58. Das ist schon der kleinste dann, ne? Aber da ist es so, ja. Können wir einen schon mal nehmen und der ist ja schon dann fertig, oder wie ist das? Und dann den Schlusswagen. Welcher ist denn das? Die haben alle größere Kapazität, ne? Ja. Das ist dieser jetzt und der, ne? Jetzt brauche ich einen Schlusszug. Ist das der? Ja. Dann müsste das ja jetzt fertig sein. Jetzt bedient Linie. Personenzug. Ölfeld. Oh, ich habe es wahrscheinlich vielleicht falsch rumgeschrieben. Ah. Ölfeld-Tierfutterbreck. Ah. O ist vor T, ne? Das passt schon mal. Und Ö gibt es ja eigentlich nicht im Alphabet so sortiert, richtig. Also ist das OE zu sortieren und dann habe ich das richtig gemacht, ne? So, dann starten wir den. Schauen mal, dass wir den vielleicht gerade hier kriegen. So ist es. 181 Passagiere kann er natürlich schaffen. Ist natürlich eine Hausnummer, ne?
So, und der hat einen Fahrplan, Döbeln Tierfutterfabrik. Und er hat auch tatsächlich, nee, das ist ja nur die Dingens. Hier muss ich gucken. Ah, er hat niemanden drin. Das heißt, wir können den Fahrplan jetzt gerade ändern. Aber nicht hier ändern, das wäre fatal und ich hoffe nicht, dass ich das letztes Mal da gemacht habe. Dann wäre das nicht gut. Ja, lass ihn erst fahren. Ist die Frage, wie heißt die Linie? Muss ich doch nochmal hier rein? Ja, eigener Fahrplan, da steht's, hat gut geklappt, ne? Ja, irgendwo haben wir da einen Fehler drin gemacht. Das ist die richtige Linie. Da haben wir einen Fahrplan. Das wäre ja, noch zu wissen, welche Fahrzeugliste haben wir hier. Da fährt nur noch der Postzug drauf. Okay. Das würde bedeuten, der Postzug muss da ja bleiben. Und der fährt, glaube ich, auch noch alles ab, oder? Nee, dann ist das ja richtig. Dann ist das richtig. Das heißt, wir müssen noch eine neue Linie machen, die wir dann hier auf der Karte haben. Und da ist es dann hier nach da, ne? Die Karte zu. Ich hoffe, der hat das genommen. Sieht wohl so aus. Und das ist jetzt hier Personenzug. Geflügelhof. Tierfutterfabrik. Schuss hat er übernommen, ja. Und dann kriegt der hier den Fahrplan. Genau das neue. Passt. Und los geht's. Oh, ich habe ihn zugemacht. War vielleicht nicht die beste Idee. Nochmal auf die Karte und hoffen, dass ich ihn hier sehe. Das ist er nicht. Der wartet jetzt. Wenn der wartet, müsste der andere, der. Ah ne, da ist ein Güterzug, der da fährt. Da ist auch ein Güterzug. Und dann machen wir die Karte hier wieder zu. Der dreht da gerade. Und das ist mein Zug, oder? Ja, das ist die richtige Linie. So, den lassen wir da. Ich hoffe, auf der Linie gibt es nur einen. Ja, das passt. Fahrzeugliste ist gut. Dann haben wir, glaube ich, die Linie eigentlich zersplittet bis auf den Postzug. Und der kann ruhig so weiterfahren, denke ich. Dann geht's erstmal, oder? So, interessant ist jetzt. Der fährt jetzt hier lang. Ah, der ist schon da. Wieso dreht der da so komisch lang? Ach, das ist ein. Naja, okay. Das ist ein Sackbahnhof geworden. Deswegen dreht er da unten rum. Ja. Machen wir gerade schneller. Da fährt niemand durch die Gegend zurzeit. Ah, da kommt jetzt ein anderer. Mal gucken, ob was mit Umsteigen ist. Sieht nicht so aus. Ah, da tut sie nichts. Stopp mal. Ich will ganz schnell diesen haben. Da sitzt auch keiner drinne. Hier kommt die Post gefahren. Hier kommt der 512er, der auch nichts dran hat. Okay, haben wir da was falsch gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht muss ich das nur einpendeln, kann das sein? Ich will's hoffen. Warten denn welche hier für die Ziele? Ja, warten welche für die Ziele. Das heißt, bei dem müssten ja jetzt welche einsteigen eigentlich, ne? Wenn nicht, liegt es an der alten Linie mit dem Postzug. Das wäre richtig doof.
Nee, die sind eingestiegen, dann passt's zum Glück. Okay, dann ist diese Linie definitiv gegeben. Wo fährt denn der jetzt hin? Ich dachte, der fährt jetzt nicht nach Riedenburg, sondern der fährt nach... Zum Geflügelhof fährt er doch, oder? Riedenburg über Geflügelhof, Betriebswagen. Ah, okay. Dann müssten die Schifffahrtslinie nehmen, kann das sein? Riedenburg war doch da oben rechts, ne? Das hier ist doch Riedenburg, ne? Ja. Ist das mit weniger Umsteigen verbunden wahrscheinlich, ne? Deswegen fahren die da lang, kann das sein? Das wäre jetzt nicht so dolle. Und eigentlich wollte ich das anders haben. So, er ist ja ein anderer Zug, ist das hier noch, ne? Das ist jetzt der kommende Zug, ne, oder? Der müsste jetzt nach hier oben weiterfahren. Ölfeld, Raffinerie. Gibt es denn hier Züge, die was transportieren? Ja, der hat 11 Passagiere. KKW, Raffinerie. Der fährt nur dieses Stück, das geht. Stehen denn hier jetzt welche? Alle über Riedenburg. Aber über Kohlekraftwerk, über Hardexen. Das ist oben. Das ist also die richtige Richtung. Ja. Das ist jetzt ein bisschen spannend, oder? Hier ist jetzt leider irgendwie zu. Aber der müsste jetzt weiterfahren, wenn der drin ist, oder? Sollte eigentlich klappen. Warum fährt denn der so langsam? Der so schwer ist. Der ist bestimmt voll geladen. Ja. Jetzt fährt er bestimmt schneller. Ah, guck, da ist der Kleine reingefahren schon mal. Das ist schon mal gut. Dann fährt er auch ein Stück vor. Jetzt ist die Frage, wo er hier hinfährt noch. Ah, der kommt nur bis hierhin und hat aber keinen einzigen drinnen, ne? Das ist nicht so schön. Jetzt haben wir eine leere Linie sozusagen. Wenn der keinen drinnen hat, ne? Wo sind denn die anderen dann alle? Hier muss ja auch noch einer wieder fahren, ne? Wo kommt der weg? Hardexen Südostwald. Er hat aber 468 Leute da drin. Ne? Und hier sind gerade 32 eingestiegen. Aber alle über Riedenburg. Wo war das? Raffinerie, okay. So, er ist jetzt hier. Und die sind alle raus. Und er fährt jetzt wieder nach Hardexen zurück, oder? Ja. Ist das der hier? Ich glaube ja, ne? Ja. Also der müsste jetzt Fahrgäste kriegen, weil der ja welche abgeliefert hat, oder? Der hat aber keinen einzigen gekriegt. Aber hier stehen noch mal gerade 5000 Leute. Ich fahre alle über Hardexen jetzt. Ich verstehe es nicht. Ein bisschen kompliziert geworden. Wo ist da der Fehler? Okay. Der ist jetzt an der Raffinerie und hat 13 Leute da drinnen, die über Hardexen wieder fahren. Der bringt die hier hin.
Hier sind noch 446 Passagiere, dann müsste der Zug ja voll sein. Wer ist das? Das ist die Frage. Es muss dieser sein, aber da ist kein einziger drin. Südostwald KKW. Puh. Ja, ich glaube, wir müssen da nochmal grundauf überlegen, wo das Problem liegt. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass es immer noch den Zug mit der Post gibt, der die Linie bedient, wo die alle drauf warten. Da müssen wir definitiv in der nächsten Folge nochmal gucken. Ich hoffe, da gibt der Ton, nee, der Michael mir vielleicht einen Tipp zu, weil der kennt sich ja auch mit Simotrans aus. Und ich denke, der sieht das genauso wie ich, dass das daran liegt, dass auf der ganzen Linie noch die Post fährt und die das Problem macht. Da muss ich die einmal rausnehmen halt. Dann ist das so. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in den anderen Folgen. Bis dann. Ciao.